Tschüss. Hey Leute, was geht ab euch? Und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werde ich meinen Hullet hochtrainieren, Leute. Ich werde meinen Hullet hochtrainieren, auch wenn, ja, Münster beispielsweise gesagt hat, Hullet ist schlecht. Ich mag Hullet, Leute. Ich komme mit Hullet richtig gut klar, deswegen werde ich jetzt Hullet hier hochtrainieren. Zack, 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 die Erfahrungspunkte hier reinhauen. Den Rafinha nicht, sondern hier einen Hazard hatte ich genommen. Die Dinger da, Kovacic kann ich nehmen, dann die. Oder ich drücke einfach auf Plus, dann ersparen wir uns das Ganze. Und 5,6 Millionen für das Upgrade von Hullet. Und vielleicht habe ich durch die 4 Gesamtbewertungen von Hullet jetzt die 146er habe ich leider nicht. Keine Ahnung, ich müsste es jetzt ausrechnen, wie viel da noch fehlen. 2 Ränge fehlen auf jeden Fall. Aber das, was wir auch noch machen können, ist, oder sind die Vorteilspunkte. Ich habe hier, guckt euch das an, kriege ich vielleicht sogar 2? Weil ich könnte mir ja beide leisten hier, 1300 und 1350, oder muss ich jetzt erst unten weitergehen? So, 146, aha, aha, 147er Team, Leute. Und jetzt gehe ich natürlich als nächstes unten lang, denn, weil da kriege ich ja dann nochmal hier die Gesamtbewertungs-, also ein Punkt dann. Dann ganz viel Chemistry, bla 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 bla. Und hier hinten auch nochmal ein paar Gesamtbewertungen dann. Aber das dauert ja halt noch Ewigkeiten. Pro Turniersieg kriegen wir 900 Vorteilspunkte derzeit. Genau, 147er Team. Das ist schon mal richtig, richtig nice. Und durch die Ränge kriege ich jetzt irgendwie auf Krampf noch 2 Ränge zusammen. Hier in Hullet, der ist erst auf Rang 6. Der ist erst auf Rang 6. Ich brauche die seltenen, Alter. Ich brauche die seltenen und ich kann meinen Lewandowski übrigens verkaufen. Meinen Lewandowski, den ich in den Flash-Sale-Packs drin hatte. Den zweiten Lewandowski. Ich hatte ja 2 gezogen. 2 Totti-Mottis. So, 5 Millionchen. Gibt es da vielleicht jetzt derzeit einen? Ist der noch ein bisschen weiter runtergegangen im Preis? Ja, ist er leider. Okay, 4, 6, 4, 5. 4, 5, 4, 4. Oder soll ich mit den Lewandowski warten? Weil jetzt ist ja klar, dass er runtergeht. Ich warte lieber nochmal mit den Lewandowski. Die Münzen sind jetzt auch nicht so wichtig. Ich muss jetzt nicht unbedingt auf Krampf 4 Millionen Münzen haben. Weil mit den Münzen kann ich jetzt eh nichts anfangen. Ja? Ich brauche die seltenen Splitter. Spieler hochtrainieren könnte ich rein theoretisch noch einen Odriozola, weil ich schwöre auch auf Odriozola, Leute. Das ist ein richtig guter. Kann ich den jetzt irgendwie, wenn ich einen Inigo Martinez nehme? Ja. Zack. Ja, ja. Rein damit. Ich glaube, das wird nichts, ne? Nicht mal eine Gesamtbewertung. Auch wenn ich hier alle reinhaue, die ich habe. Müsste ich mir ein paar Spieler kaufen. Und da werden die Münzen doch wieder wichtig. Huch. So, zack. Lengle. Varan. Frei. Nee, nee, kriege ich nicht hin. Da fehlen ein paar. Okay, dann trainieren wir Odriozola heute nicht. Aber es wäre mal cool, wenn ich vielleicht jetzt Odriozola mit einem Punkt hochtrainiere. Dann habe ich vielleicht die 148er. Weil ich habe ja eben Trollet um 4 Gesamtbewertungen hochtrainiert. So, Leute, ich probiere mal 90-Plus-Spieler zu kaufen. 90 plus Verteidiger. Für 500k gibt es keine. Keine Ahnung, was die derzeit kosten, die Meisterspieler. Gucken wir mal, 750.000. 750.000. Na? Es lädt. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Oh, einer wäre da am Start gewesen. Rodrigo macht die, hier. Ricardo Rodriguez, nicht Ricardo, hier. 800k. Ja, moin, nochmal Rodriguez. Ja, wie teuer sind die denn, Alter? Schild mal. Bleibt mal flauschig jetzt hier. Und wieder, ja moin. Ist das ein Anzeigebug? Wahrscheinlich schon, ne? Es kann doch nicht die ganze Zeit Rodriguez da sein. Und verkauft, logischerweise. Manchmal für 670, dann für 750. Und jetzt lädt wieder. Wahrscheinlich kommt Rodriguez. Ich riech's. Oh, nee, doch nicht. Jetzt sind... Aha, Kolasinac stehen nämlich doch mit hier. Circa 1 Million für einen Meisterspieler. Keine Ahnung, ob sich das jetzt mehr lohnt oder nicht. Wenn ich hier ein paar Münzen unnötig ausgebe, dann ist es so, Leute. Genau, so, 2 Spieler. Reichten die aus für... Ja, ich denke mal jetzt für einen... Ne, reicht... Ne, doch, 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 Duarte kann ich nehmen, zack. Und somit trainiere ich jetzt Odriozola auf 101 für 2,5 Millionen Münzen und habe jetzt zwar nur noch 9 Millionen circa, aber... Vielleicht habe ich die 148er. Und das wäre für das Team-Upgrade hier heute richtig geil. Hier noch die 148er zu knacken. Okay, komm, wir trainieren ihn weiter, Leute. Ich hole mir noch ein paar Spieler. Eine Gesamtbewertung geht noch.
Ich weiß nicht, ob jetzt die 4,3 Millionen Münzen überhaupt noch ausreichen, unseren Odrio Sola zu trainieren. Ah, ein Spieler fehlt. Ein Spieler fehlt. Ja, ja, mit Ramos, selbst mit Ramos geht's halt nicht. Ach, Mist, Alter. Aber wenn ich jetzt den hole, dann brauche ich, doch sicherlich, um auf 101 von 102, also von 101 zu 102 zu trainieren, brauche ich doch safe 3, also 4 Millionen. Locker. Komm, ich hole mir nochmal einen Kolasinac hier, 970k. Zack, zack. Ich glaube, also wenn ich jetzt 3 Millionen zahlen muss, dann wäre es perfekt. Aber ich vermute irgendwie, dass ich 3,5 oder so zahlen muss. 2,8. 2,8, Leute. Wunderbarski. Oh, komm, inshallah, bitte. Die 148er jetzt hier. Odrio Sola. Ich liebe Odrio Sola. Real Talk. Real Rap jetzt hier. Oh, Gamerboy lädt mich ein mit seiner mit seiner Lache hier. Wollen wir gegen Gamerboy heute noch spielen? Komm, Leute, wir zocken heute mit der 147er, mit der neuen 147er Gesamtbewertung. Leider komme ich hier nicht höher gegen unseren verrückten Gamerboy. An alle, die letzte Woche im Discord dabei waren, die wissen ja, Gamerboy, richtig, richtig verrückter Typ. Ne? Komm, ich nehme jetzt hier gegen, ich habe jetzt mal die Einladung von Gamerboy angenommen und zocken nochmal gegen den Gamerboychen. Abfahrt, let's go. Und er lacht direkt. Ja, ja, es war so klar. Ich lach mal auch direkt hier. Ey, wenn ich jetzt gegen Gamerboy verliere, ne, dann muss ich gefühlt meinen YouTube-Kanal löschen. Gamerboy. No, no front. No front. Abfahrt. Ich habe, glaube ich, kein Delay. Also alles wunderbar bei mir. Alles wunderbar. Nein, 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 nein. Serge Gnabry. Er flankt. Oh. Ja, moin. Roberto Carlos, bester Mann. Roberto Carlos, bester Mann. Komm, 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 rollet. Lauf. Nein. Junge. Dankeschön, Zidane. Und Odrio Sola. Ich hab's euch gesagt, Leute. Odrio Sola ist der Beste. Ist der Beste. Rollet. Na, ich wollte nicht schießen. Also, ich bitte euch. Ich hab schon. Das war auch kein Fettfinger, Mann. Ich habe auf Steilpass gedrückt. Da wäre George Best durch gewesen. Manometer. Ist das schon wieder lächerlich. Und wenn der jetzt das 1-0 macht, ne? Junge, ich wäre fast ins eigene Tor gelaufen. Und safe macht er jetzt ein Eckballtor. Ich rieche es. Ich rieche doch. Ich rieche es doch. Ich rieche es doch. Nein, er macht es nicht. Raus damit. Oh, Cannavaro. Oh mein Gott, habe ich Glück, dass es Cannavaro da vorne ist. Alter, was spiele ich denn hier gerade für einen Müll zusammen? Weg damit. Nein! Jan Sommer. Ja! Gamerboy! Gamerboy! Ja, moinski! Das ist ja so, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's nicht, Mann. Oh, jetzt drückt er nicht mal weiter, der Frechtaxi. Das ist so lächerlich, ne? Ach, Mando. Das kannst du ja keinem zählen hier. Ey. Als ob ich so einen Steilpass auf Kanté spielen möchte. Ich wollte ihn eigentlich direkt weiterleiten auf Kanté. Aber Ronaldo denkt sich, ja, wir machen mal einen Steilpass zum Keeper. Lul. So, komm. Jetzt noch vor der Halbzeitpause ist 1-1, wäre schon geil. Lauf, Rullet. Wohin, 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 wohin? Da, George Best, George Best. George Best, George Best, George Best. Und Casillas ist dran, der Frechdachs. Komm, Ecke. Hau die rein, Niklas Stark. Oder wer auch sonst. Oder wer auch sonst. Ah, er steigt hoch und er macht den Kopfball nicht rein. Ja, moinski. Wann passiert denn sowas schon mal? Alter, Niklas Stark war so frei. Und er haut einfach den Kopfball so daneben. Das habe ich ja noch nie gesehen. Holy moly. Alter. Unfassbar hier dieses Spiel gerade. Aber wie unterschiedlich die Spiele sein können, ne? Und Rullet verstolpert den Ball. Gerade wo ich es ausgesprochen habe. Wie unterschiedlich Spiele sein können. Und Rullet
Verstolpert den Ball, kein Abseits. Kein Abseits, Cristiano. Ey, leider. Es ist wild. Es ist vogelwild. Nein, der Keeper kommt raus. Huch. Ja, der ist drin. Das war lost von mir. Das war nicht... Oh! War das jetzt... wenn das Fair Play war von Gamerboy, dann absolutes fettes GG. Eigentlich wollte ich den Keeper gar nicht rausholen, Dul. Komm, komm, komm. Er schießt schon wieder! Ich drücke auf Steilpass! Jetzt reicht's aber hier, du. Das kann nicht sein. Ich drück zweimal auf Steilpass, als ob ich so aufs Tor schießen möchte. Ja, der ist drin. Der ist drin. Gamerboy macht das 2-0. Ey, das kannst du auch keinem erzählen hier. Das kannst du ja keinem erzählen. Gamerboy macht das 2-0. Es ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute. Nee. Ihr habt das Spiel selbst gesehen. Wenn Ronaldo vorm Tor steht und den Ball nicht reinhaut, dann weißt du, hier läuft irgendwas falsch. Mächtig gewaltig, Egon. Ja, Neymar Roulette kommt nicht vorbei an Odriozola. Dankeschön. Och man, Leute. Das ist schon wieder so ein Spiel, wo man ausrasten kann. Ich sag's euch, Mann. Das ist so nervig gerade, ne? Ja, und dann kommt so ein Steilpass, Alter. Das ist doch von EA alles ein abgekartetes Spiel hier. Real Talk. Jetzt nach oben. Ja, pass auf, der geht rein, weil es 90. Minute ist. Nee, der geht nicht mal rein. Ja, GG Gamerboy. GG Gamerboy. So Leute, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen dann die 148er Gesamtbewertung knacken. GG an Gamerboy, er war jetzt einfach da, hat die Einladung geschickt, hatte einfach Glück gehabt. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin jetzt hier raus, haut rein und Tschüssikowski.